Juhu, Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Mit Hilfe der Hexersinne im Wald nach Gauchheil suchen. So, in welcher Reihenfolge haben wir denn hier was? Mal gucken. Die sind alle relativ gleich weit weg. Dann gucken wir erstmal nach Gauchheil. Plätze. So, der andere Quest mit dem Coolio muss erstmal warten. Ich brauche erstmal Gauchheil. Schon wieder Endri jagen. Die können mich auch erstmal kreuzweise. Das Wichtigste jetzt ist erstmal Gauchheil. Gauchheil! Wo bin ich? Und warum? Okay, wir sind im Sumpf. Neblinge, 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 Neblinge. Mal kurz gucken, wie waren denn die Neblinge? Kann ich mir immer so schwer merken. Konstrukte sind es nicht. Sind es Nekrophagen? Ja, genau. Quen, Nekrophagenöl und Mondstaub. Nekrophagenöl, da. Und Mondstaub. Sind das hier? Das sind Mondstaub. Genau. Da, wo bist du? So, Herr Kollege. Ein bisschen speichern. So viel zu dem Thema. Es geht voran. Ah, aber diese Kackhunde da. Pollen auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Ja. Ah, noch jemand, der nach Gauchheil sucht. Noch jemand? Remis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Okay. Ich bat Remis, mit dem Schwachsinn aufzuhören, aber er lachte mich aus. Jetzt ist Schluss mit lustig. Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Ich muss ihn finden. Lebendig oder tot. Na dann, was ist denn mit dem Wald los? Was weißt du über diesen Wald? Kaum was. Ist das nicht lustig? Was stimmt denn hier nicht? Ein Druide sollte jeden Baum kennen, jeden Busch. Aber selbst wir wissen, dass wir manche Orte auf der Insel nicht aufsuchen sollten. Wir können Tiere zähmen, aber keine Monster. Und hier soll sich eines eingenistet haben. Ein Waldschrat? Ein Axibon? Leider weiß ich's nicht. Wie gesagt, wer den Wald betreten hat, erzählt nicht, wen oder was sie gesehen haben. Die erste Regel über den Wald. Man spricht nicht über den Wald. Komm, willst du mit mir gehen? Ja, nein, kreuz an. Hör zu, du suchst nach einem Druiden, ich nach einer Blume. Lass uns zusammengehen. Warum nicht? Ich kann die Hilfe eines Fährtenlesers gebrauchen. Geh voraus. Blume, keine Blütenblätter.
Hufabdrücke, aber die eines Zweibeiners. Blume, keine Blütenblätter. Wo ist denn der hier langgejuckelt überall, sag mal? Ah, Schöllkraut, auch immer gut. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. Okay. Überall Spuren hier. Was? Nein! Nein! Aufhören, bitte! Hör auf! Das kitzelt! Huch. Das Spiel können noch zwei spielen, du geiles Ziegenweib! Lass ihn los, Höllenkreatur! Ramund! Geh weg von ihr! Beruhige dich! Mir fehlt nichts! Ich bin hier, um... Du weißt nicht, was du da sagst! Sie hat dich verzaubert! Unsinn! Ich brauche keinen Zauber! Diese Jungs kommen von alleine her! Ich muss Magie anwenden, damit sie nach Hause gehen. Nur Ramund war nett, also durfte er bleiben. Was für ein feistes, selbstzufriedenes Grinsen. Ich werde deiner Betörung widerstehen. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Wow, 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 wow. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie. Davon würde ich dir abraten. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Wow. Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern. Schon gar nicht aus Dankbarkeit. Menno! Warum nicht, sag? Sind es die Narben? Ich mag es nicht, wenn Männer nach Blut riechen. Ihr Hexer riecht immer danach. Biesblut, Chordblut. Das sind meine Brüder. Du hast recht, aber im Gegensatz zu Biesen und Chorten hast du... üppige Titten und ein hübsches Gesicht? Jo. Ich weiß, das haben die nicht. Ist es deshalb leicht, sie zu töten? Es ist schon ein wenig komplizierter, aber egal. Nein heißt nein, schon verstanden. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramund, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die indigofarbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nein, Indigo ist Indigo. Männer. Oh. Mann. Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Wir folgen dem Succubus mal. Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Alle führen in dieselbe Richtung. So, willkommen in der Höhle des Succubus. Hübsch, nicht wahr? Ja. Glockenblumen, Veilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Bring mir Edelweiß, bring mir Edelweiß. Nimm dir eine, aber nicht mehr. Es war harte Arbeit, diese Höhle gemütlich zu gestalten. Na gut. Gauchheil! Ja, cool. Und sonst? Du willst mit mir nicht reden, ne? Das ist eine sehr unangenehme Situation. Ah!
Okay. War nur ein Witz. Alles gut. Joke. Stehst da mit so einem halbnackten Succubus in der Höhle und keiner sagt ein Wort. Eieieiei. Sind auf dem Festland alle so blutarm? Nee, aber pass du mal, dass du nur die Indigo-Farben nimmst und nicht die blauen. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Lauf doch einfach weiter, Mensch! Nicht stehen bleiben! Au! So. Huch. Notizen eines Händlers und mal gleich mal reingucken. Gelobt sei Freya, unsere große Mutter. Sie sagten, die Straßen wären voller Gefahren, dass dort Seeteufel auf die Reisenden warteten, dass hinter jedem Baum ein Bandit lauerte. Aber ich opferte Freya zu Ehren ein Lamm und legte ein Amulett aus Falkenfedern an. Und jetzt halte ich fest, überquerte die Insel, ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und obendrein habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht. Meine Truhe ist so voll Silber mit anderen Wertsachen, dass mein Rücken ächzte, als ich sie auf den Wagen hiefte. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich morgen gegen Sonnenuntergang zu Hause sein. Danke der Göttin, dass sie so gut auf mich Acht gibt. Ja. ja. Was haben wir jetzt hier drauf? Nekrophagenöl, das ist gut. So, Mädels. Der wird nicht lang lamentiert. So, da gibt's ein paar auf die Augen und dann ist gut. So. Dann tauchen wir hier mal ab und finden eine Truhe mit ganz viel Zeugs. Yay! War sie das nicht? Das war doch die Truhe, oder? Willst du mich veräppeln? Ich hab sie doch. Du hast doch alles rausgeholt. Was willst du denn von mir? Ich hab doch die Truhe. Was?
Och, Menno. Ist das wieder so ein kaputtes Quest hier, oder was? Das ist ein Eisbär. Echt jetzt? Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe die Schatztruhe doch gefunden, oder nicht? Keine Ahnung. Naja, wir machen erstmal bei Fridtjof weiter. Keine Ahnung, was da jetzt schiefgelaufen ist. Man weiß es nicht. ...160 Schritte. Da, wo es leuchtet. Da wird der Fridtjof sein. Du und Shana. Ja. Ihr habt's dem Eisbastard richtig gezeigt. Das sag mal lauter. War das hier? Nee, kein weiter, ne? Wenn ich anfange, müsst ihr in eure Häuser gehen, alle Fenster schließen und die Türen verriegeln. Ja. Das gefällt mir nicht. Du solltest dein Leben nicht für uns riskieren. Aber wir machen, was du sagst. Oh. Ja, da guckst du, ne? Hey, Fridtjof. Bist du Fridtjof? Ja, der bin ich. Und wie wirst du genannt, Hexer? Ich? Streuner, Fremder, Mutant. Manchmal sogar bei meinem Namen. Geralt von Riva. Ein Mann mit Humor. Das gefällt mir. Nun, was kann ich für dich tun, Geralt von Riva? Grimist hat mich gebeten, dich zu holen. Er braucht deine Hilfe bei einem Ritual. Ein Ritual? Eines, damit er nicht mehr so ein fieser Alter ist? Ich würde ja kommen, um der guten alten Zeiten willen, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Okay. Sieh dich um. Der Boden. Siehst du, wie trocken er ist? Ja. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Das Gras ist verdorrt. Die Schafe verhungern. Es muss regnen. Aber ich fürchte, dass... Moment mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Wie? Ich besitze zwar viele Talente, aber das Wetter kann ich nicht beeinflussen. Ich habe an ein anderes Talent gedacht. An dein Schwert. Weißt du, Mutter Natur mag es nicht, wenn du ihr etwas mit Gewalt nimmst. Sie wird sich verteidigen. So sehr, dass ich selbst einen Verteidiger brauche. Was sagst du? Naja. Habt ihr den Hund gerade gesehen, der da neben dem Fridtjof sitzt? Er sieht ein bisschen fies aus, ne? So blutverschmierte Schnauze und diese rot leuchtenden Augen. Also irgendwie wirkt der Kleine so ein bisschen deplatziert da. Natürlich helfe ich, wenn du danach zu Grimist gehst. Einverstanden. Da. Jetzt folge mir. Zeit für einen kleinen Sturm. Gehen wir mit Fridtjof zum Ritualplatz. Tieropfer? Sollen wir Menschen verbrennen, wie sie es auf dem Festland machen? Oh. Ich denke, ein Opfer mit Ziegen und Schafen ist besser. Okay. Spitzfegerig. Yummy. Skugga, Svärm, Vatna, Halla! Oh, es fängt an.
Neblinge. Für Neblinge. Nekrophagenöl. Müssen wir noch ein bisschen aktualisieren hier, das Nekrophagenöl. Schnell zum Frithjof. Nein! Gescheitert! Ich habe so viel über die Fähigkeiten der Hexer gehört. Verdammt! Ist wohl eher eine Legende als die Wahrheit. Wie viele sind Skellige? Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Niemand hat mich gewarnt, dass es einen solchen Angriff geben würde. Leider. Ich denke, wir müssen es noch einmal versuchen. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Dann laden wir noch mal den Spielpunkt. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Ja, gut. Ich war gerade so ein bisschen unvorbereitet und etwas abgelenkt, gebe ich zu. Oh, es fängt an. So, jetzt machen wir gleich nochmal eine Reparatur hier. So, das ist auf 96. Ein bisschen Nekrophagenöl drauf. Das ist das hier. Geht mal von dem Typen weg hier. Sind das viele? Homunculus. Ja, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Bloter Himmel! Bloter Miller! Bisschen spitzfegerig. Ein Sturm, verdammt. Cool. Schon lange keinen solchen Sturm mehr heraufbeschworen. Yeah. Siehst du die Tropfen? So groß wie Eier. Ich war mit den Neblingen beschäftigt. Die waren auch nicht klein. Eier. Die haben auch leider große Eier. Scheinen die auch immer. Aber vielleicht ist es auch besser so. Vielleicht ist es auch besser so? Warum? Wenn die Beeinflussung des Wetters keine Risiken bergen würde, hätte ich keine Ruhe mehr. Lass es bitte regnen, lass die Sonne scheinen. Manche wollen Stürme, andere ein spiegelglattes Meer. Aber so bitten mich die Leute nur, wenn die Not groß ist. Und nicht aus einer Laune heraus. Verstehe.
Manchmal wünschte ich, den einen Neckar oder jenen Ertrunkenen nicht jagen zu müssen. Wirst du jetzt Grimist aufsuchen? Mit Vergnügen. Nach so einem großen Sturm freue ich mich auf ein... helfe ich ihm gerne mit dem Ritual. Bis dann. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Haben wir das Ding auch geklärt. Puh, Glück gehabt. So, und wieder 800 Schritte zurück. Oh! Jupp. Wo willst du hin? Weg. Ich will nur weg von euch.